Also ich bin Nadia Furrer, komme von Grindelwald und das ist Zoe. Sie ist heute 2 Tage alt. Wir sind am 5.2. Spital gekommen mit Wehen und sehr gut empfangen worden. Es war sehr angenehm für mich und hatte die ganze Nacht eine Wehe. Es ist das erste Kind und es hat auch einen Hebammenwechsel gegeben, also auf die 11. Und, aber ich habe mich sehr wohl gefühlt. Es war ein sehr angenehmes Team, also auch super Betreuung. Und dann ist es bis am Morgen gegangen und es hätte dann nochmal einen Wechsel gegeben. Und es war auch schön, dass die Hebamme, die in der Nacht war, hat dann eigentlich für Abi gehabt. Und ist dann aber geblieben, weil es gerade kurz vor der Geburt war. Und dann ist eigentlich alles sehr schön über die Bühne gegangen. Und wir haben so unser erstes Kind entgegengenommen. Ja. Ich habe schon auch noch andere Optionen angeschaut. Ich bin aber ins Storchenkaffee gegangen, auch so ein bisschen hören, und hatte jetzt sehr ein gutes Gefühl gehabt. Vor der Geburt hatte ich einfach das Gespräch gehabt, und das hat mir sehr viel Sicherheit gegeben, dass sie auch das aufgeschrieben haben, was so ein meine Wünsche sind. Man weiß ja dann nie, ob es dann wirklich so wird eintreffen oder ja, gerade bei der ersten Geburt weiß man nicht, was einem erwartet, aber man stellt sich so ein bisschen etwas vor. Und dann war es schön, dass sie einfach alles aufnehmen und sie haben das wirklich angeschaut. Also bevor ich gekommen bin, habe ich gemerkt, sie haben das noch gelesen. Also es war wirklich sehr gut vorbereitet. Und nach der Geburt, also sie machen alles, dass es einem gut geht. Man kann sich da noch 2-3 Tage verwöhnen lassen und kann sehr viel fragen und sehr unkompliziert. Und bin jetzt auch, ich bin froh, bin ich hierher gekommen und auch bei meinem zweiten Baby noch auf Interlaken gekommen.